Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Folgendes, liebe Geschwister, lieber Bruder, lieber Schwester. Du musst jetzt ganz genau zuhören. Inshallah. Denn das, was ich jetzt von mir geben werde, ist sehr, sehr wichtig nach dem Ramadan. Wallah. Wenn Ramadan jetzt vorbei ist, ich habe Angst, kaputt zu gehen. Weil die Shayatine sind angekettet. Die Tore von Jannah sind offen und die Tore von Jahannam sind zu. Ist Ramadan vorbei, sind die Tore von Jannah wieder zu, die Tore von Jahannam wieder offen und die Shayatine sind wieder losgekettet. Was passiert, wenn man einen Hund gegen seinen Willen ankettet und ihn dann wieder freilässt? Er rastet aus. Und der Shaitan, wenn er jetzt losgekettet wird, dann wird all diesen Monat aus Hass und Frust wird er auseinandernehmen. Er wird uns auseinandernehmen. Außer man ist standhaft. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, ganz genau zuhören jetzt, inshallah. Hanzala, der Sahabi, der Gefährte vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hanzala. Und wer ist Hanzala? Was lässt dich wissen, wer Hanzala ist? Hanzala ist der Sahabi, der von den Engeln gewaschen worden ist, als er gestorben ist, zwischen Himmel und Erde. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich sah Hanzala zwischen Himmel und Erde, liegend. Und die Engel haben ihn mit Wasser und Krügen aus Jannah gewaschen. So eine Stufe erreicht. Und genau dieser Sahabi wird überliefert, saß eines Tages in der Moschee. Zu seinen Lebzeiten. Er saß in der Moschee und er dachte nach. Aber sein Nachdenken war nicht bloßes Nachdenken, sondern Hanzala sah man die Traurigkeit und Sorge im Gesicht an. Kennst du das, wenn du einen Stein im Hals hast und deine Augen glänzen und gefüllt sind mit Tränen und du nachdenkst und denkst, was soll ich machen, was soll ich machen? Dieser Zustand war bei Hanzala. Er saß in der Moschee allein und dachte nach. Man sah ihm diesen Trauer, man sah ihm diese Sorge, man sah ihm diesen Kummer in seinem Gesicht. Abu Bakr kommt rein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ja, Hanzala, was ist los mit dir? Abu Bakr fragt, ja, Hanzala, was ist los mit dir? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Man sieht es dir an. Hanzala dreht sich zu Abu Bakr um und sagt, ja, Abu Bakr, Hanzala ist ein Munafik. Ja, Abu Bakr, Hanzala ist ein Heuchler. Und Abu Bakr sagt, was sind das für Wörter, Hanzala, was ist passiert? Er sagt, ja, Abu Bakr, wenn ich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bin, bin ich gut. Meine Taten sind viel und mein Glaube ist stark. Bin ich aber allein, ohne den Propheten, sieht man gar nichts mehr davon. Mein Glaube ist wenig, meine Taten sind wenig und das Schlechte kommt zum Vorschein. Hanzala ist ein Heuchler, sagt er. Ich bin ein Heuchler, ja. Bakr hörte das. Er dachte sich, ja, Hanzala, ich bin genauso. Ist es nicht bei uns mit dem Ramadan genauso? Wenn der Ramadan ist, ist das Gute bei mir viel. Meine Taten sind viel. Mein Iman ist groß. Der Glauben in meinem Herzen sieht man und erkennt man. Ist aber der Ramadan nicht mehr da? Kennt man nichts mehr davon. Das Gute ist wenig, der Glaube ist wenig und man sieht das Schlechte in mir. Eine Sache müssen wir wissen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam im Sterbebett lag, tagelang krank war, die Muslime sich vor dem Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam versammelten und in die einen nach dem anderen reingingen, um sich zu verabschieden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, war das eine Last. Es war eine Last. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist,
Muslime wussten nicht mehr weiter. Abdullah ibn Masud sagte, der schönste Tag in Medina war, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam reinkam. So hell und so schön. Und der dunkelste Tag in Medina war, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Medina war bedeckt von Trauer und Dunkelheit. Und so war das auch, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. So war das auch, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Die Muslime standen davor und schreiten und weinten und sie wussten jetzt nicht, gibt es den Islam jetzt noch? Sind wir noch Muslime? Sollen wir diese Religion weiter praktizieren oder hat das ein Ende? Was sollen wir machen? Die wussten nicht, was sie machen sollten. Existiert das jetzt alles noch? Sind wir noch Muslime? Machen wir danach noch weiter oder hat das jetzt ein Ende? Und selbst Omar war auch genauso verzweifelt. Nicht, dass er denkt jetzt, Namen wie Omar, die für uns bekannt sind an Iman und Stärke und Vorbilder, selbst Männer wie Omar waren, sie wussten nicht. Sie wussten nicht, was macht man jetzt, Und er sagte aus Panik, jeder, der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ich werde in seinen Kopf abhacken. Er wird nicht, was redet ihr da? Weil sie nicht wussten aus Panik, was sollen sie jetzt machen? Und Abu Bakr kam. Und Abu Bakr stellte sich vor den Menschen, vor der Haustür des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sahen ihn an. Abu Bakr guckte ihn an und merkte die Panik zwischen den Menschen, dass sie verloren sind. Hinter ihm schreit seine Tochter Aisha im Haus. Es wird überliefert, die Menschen von Medina standen vor der Tür des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aisha hat die letzten Momente mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine letzten Worte waren ja, Arafiq al-A'la, ich mich mit dem Höchsten sein. Ich suche mir den Höchsten aus, ich will mit Allah sein. Und hat seine Finger gehoben und seine Hand ist gefallen und so hat die Seele seinen Körper verlassen, wird überliefert. Aisha hat geschrien aus Panik. Der Gesandte Allahs ist gerade von uns gegangen. Er ist nicht mehr mit uns auf dieser Erde. Und hat geschrien aus Panik und die Menschen, als sie gehört haben, Aisha hat geschrien, wussten sie, der Prophet ist gestorben. Und dann trat Panik in Medina aus. Sie waren am Schreien, sie waren sich am Haare am Ziehen und sie wussten nicht. Und Abu Bakr stellt sich dahin. Und hier ist das Wichtige. Abu Bakr stellt sich dahin. Guckt sie an und sagt, O ihr Menschen, wer Mohammed verehrt hat, der soll wissen, Mohammed ist tot. Doch wer Allah verehrt, der soll wissen, Allah lebt und er wird nicht sterben. O ihr Menschen, wer Mohammed verehrt hat, der soll wissen, Mohammed ist tot. Er ist nicht mehr mit uns. Seine Verehrung hat ein Ende. Aber wer Allah verehrt, der soll wissen, Allah lebt und er wird nicht sterben. Und so sage ich, mein Bruder, meine Schwester, wer Ramadan verehrt hat, der soll wissen, Ramadan ist vorbei. Ramadan hat uns verlassen. Doch wer Allah verehrt, der soll wissen, Allah ist da und er wird niemals gehen. Wer denkt, dass Allah nur in Ramadan existiert, der hat nicht Allah gedient, der hat Ramadan gedient. Und er soll wissen, Ramadan hat ihn verlassen. Doch wer Allah dient, der soll wissen, Allah ist da und wird dich niemals verlassen.